wir haben ja den zweiten von unserer Regio. Wie lief es? Was kannst du erzählen? Ja, super. Also, ich bin Sebastian, Zweiter geboren heute hier. Super, 6-1. Jetzt bis hier Centurion. Und ja, eigentlich überraschend bin ich einfach reingegangen mit meinem Lieblingsdeck, mit meinem Pet-Deck mit und dann hat einfach wunderbar heute funktioniert. Hat funktioniert, war sehr insane. Im Finale knapp gescheitert? Im Finale knapp gescheitert, zweimal geprickt gegen den Erstplatzierten und dann ist halt leider. Genau. So, dann würde ich sagen, springen wir direkt ins Deckprofil. Alles klar, dann einmal Standard, dreimal Primera, dreimal Trodea. Dann ein Artki. Wie kam der? Artki ist halt super durch die neue, weil du kriegst halt, da ist die neue, die ein Emblema sucht, immer den Draw One. Okay. Und dadurch kriegst du in deinen Zug ein Draw One, im Gegnerzug ein Draw One und zwei Karten. Ist immer super. Oh, sehr gut. Ein Gargoyle Extender. Dann natürlich dreimal der Field Spell. Ja. Collectors, wow. Das komplette Deck ist Collectors. Oh, jetzt siehst du es. Krass, sehr schön. Ein Wake-up. Dann Standard 3 Emblema. Und ich habe mich entschieden, zweimal Phalanx zu spielen, weil es einfach zu stark ist. Du gehst durch eine immer durch deinen Turn 1 durch. Und wenn du halt Wake-up oder Phalanx schon auf der Hand hast, dann kannst du dir eventuell noch eine zweite suchen und dann hast du halt eine Interruption. Also kam gut, würde ich sagen. Ja, der kam sehr gut. Und als letztes, theoretisch noch zur Engine, eine Terraforming. Okay, jetzt kommt so ein bisschen Spice. Das war der Centurion-Haufen. Dann kommt der Bestie, der leider nur eine Magnamut. Ja, für mich. Zwei Brühswürmer, ein Balltrack, ein Saronier, einfach nur für Namen. Ja. Und dann noch drei Lubellion und dann natürlich da einhergehend Defended Regained. Okay. Kam auch gut mit dem Lubellion? Die Lubellions waren eigentlich auch super. Hat immer Follow-up. Und der eine Spice, Synchro-Coin. Ja, holt man mit dem Crimson Dragon, ne? Genau. Sehr, sehr gute Karte. Ja, sehr nice. Und dann kommen wir noch zu den Handtraps. Drei Nibirus. Kam heute überraschend gut. Obwohl man es eigentlich nicht erwartet hat. Nee, hätte ich auch nicht. Drei Wailers. Ja. Dann drei Ash und drei Imperm. Sehr gut. 12 Handtraps so und trotzdem gewonnen. 12 also Handtraps, na gut, bis jetzt sind 15, gewonnen. Aber nein, ja. Fiendsmith brennt halt überall rum. Ja, das stimmt. Ja, sehr nice. Dann Extra Deck noch. Dann zum Extra Deck. Einmal die neue. Die sind insane, ne? Die sind insane. Gegen Jubel auch super. Nightmare Pain kannst du damit poppen im Echoing Second. Weil du suchst Emblema und dann musst du zwei Karten im Feld zerstören, eine von dir, eine vom Gegner. Ja. Und Insaner Follow-up einfach. Das ist sehr gut. Dann Auxilla Standard. Ich habe irgendwie geschrieben, zweimal Legatia, einmal Auxilla. Mhm. Es kam nicht wirklich zum Grind Game, dass es jetzt egal, wie rum es gewesen wäre heute. Ja. Das ist die Centurion Engine. So klein. Ja. Und dann ein Chaos Archfiend. Für ein OTK, kam heute gar nicht, aber. Ist halt auch nice, wenn der Gegner in ein Auto kommt, einfach ein Chaos Agent. Ja. Dann ein Disparter aufgrund der Bestie. Mhm. Dann natürlich der Chaos Angel. Und dann die 12er Angel noch. Der Crimson Dragon. Ein Red Supernova. Wie kam der? Falls Unchained oder sowas. Weil so, okay. Unchained hier, man weiß ja nie. Aktuell mit der neuen Meta, wie es noch die Leute spielen. Okay. Und dann, wenn du steif das ganze Feld, dann ist halt auch super. Und dann die zwei Blazers natürlich. Ja. Und die kleine Link Engine. Eine Artemis. Ja. Eine IP. Schöne Rarität. Und eine SP. Ja, auch eine schöne Rarität. Und als allerletztes, ein Teil von kam heute auch gut. Ah, okay. Gegen Jubel hat er geholfen im Crime Game. Okay, cool. War eigentlich. Hat die Biotokens outen müssen. Also, ja. Okay, nice. Und das letzte ist das Side-Deck. Erstmal die Karten, die ich heute gar nicht benutzt, doch ein bisschen benutzt habe, die Purillas. Ja, die kommt nicht so, ne? Die kommt Fuvalos nicht mehr so stark wie. Aber Fuvalos hatte ich leider noch nicht. Ja, musst du dran arbeiten. Ja. Dann kam heute gar nicht die Spooky Dogwoods für Time. Ja. Dann, weil ich Backrow Hate hasse, einfach nur. Verstehe ich, geht mir auch so. Und die Side-Deck Engine jetzt noch, die mir das heute eigentlich den zweiten Platz geholt hat.
Dreimal Deck Lockdown und zweimal Judgment. Wie kam Deck Lockdown? Ist einfach zu stark. Ich kann drunter spielen, weil ich ziehe Karten mit Atri und mit Legatia. Und sowohl Snake als auch Jubel, die können eigentlich unter Deck Lockdown spielen. Und das hat mir heute super geholfen und mehrere Matches gewonnen. Würdest du was verändern jetzt an dem Deckbuilding oder bist du zufrieden erstmal? Wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich Inhibirus austauschen gegen Kubalos, aber ja. Kommt. Das ist alles super. Dann danke ich dir für das Deckbuilding und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke.